Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir schauen gerade runter auf Eos, da geht's als nächstes hin und meine Güte, hab ich Bock. Ne? Zwischen den Folgen liegen für euch zwar immer noch einen Tag, aber bei mir ist es schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Es geht wohl, so sieht's aus, gegen Axul. Den haben wir neulich getroffen auf Aya. Das ist der Anführer der extremistischen Roka. Ich war zwar schon mal unten, da war komischerweise noch nichts falsch, naja, aber offensichtlich geht da bald was ab. Und das schauen wir uns natürlich an. Das müsste jetzt, das ist ja die Gefährtenmission von Jarl, ne? Das müsste jetzt. Die Werte passen, alles ruhig. Zweite, die dritte sein. Ich habe die von Liam, die von Cora. Jo, die dritte. Und danach hänge ich dann die von Vetra direkt hinten ran. Normalerweise sollte man meinen, dass ich mir solche Missionen hier aufspare. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die gut wird, weil die Gefährtenmissionen waren bisher immer gut. Aber normalerweise würde ich mir solche Aufgaben immer ein bisschen aufsparen, ne? Dazwischen auch mal so ein bisschen kleineres Gedöns machen. Ja, wobei, wir haben jetzt eigentlich viel kleines Gedöns gemacht. Aber es ist halt doch ratsam, die Gefährtenmissionen zu machen, wenn man kann, weil nur dann kann ich die Skills meiner Leute auf Stufe 6 erweitern und da sind halt ein paar richtig gute Sachen dabei. Na, Cora hat schon Kryo-Munition, die friert Gegner mal automatisch ein. Bei Jarl weiß ich es gar nicht, das schaue ich dann nach, wenn es soweit ist. Vetra hat dann Disruptor-Munition, also die ist dann richtig gut gegen Schilder. Die werde ich dann wahrscheinlich leid, auch im ungewissen lasse, Pathfinder. Im Endkampf gegen die Cat einsetzen. Wir haben weil die Cat haben kaum Aktivitäten hauptsächlich gesehen. Schilder. Es gibt sie aber. Hoffentlich können sie dagegen vorgehen, bevor sich etwas Schlimmes daraus entwickelt. Bis bald. Warum hat er uns jetzt angefunkt? Hier steht er doch. Jetzt rufen Danke können, fürs Kommen. Bradley. Ich wusste, sie würden bereit sein. Ich brauche Antworten. Sie sagten, Feinde würden sich nähern. Es gab Überfälle. Wir hatten wegen unserer vielen wissenschaftlichen Geräte mit Piraten gerechnet. Aber nicht mit sowas. 4-5, ich wiederhole. Lager fertig, warte auf Sender. Start bei Ortung, ich wiederhole. 1, 2, 3. Ja, das ist definitiv Axul. Was höre ich da, Bradley? Ich habe folgende Sorge. Vielleicht waren die Überfälle auf uns nur ein Ablenkungsmanöver, damit jemand im Schwarzfels langsam taktisch aufrüsten kann. Taktisch? Sie meinen militärisch? Nein, das war eine angaranische Stimme. Er meint Rokar. Deshalb hat er uns gerufen. Ein Angriff auf unseren ersten Außenposten? Können Sie sich vorstellen, wie die Nexus darauf reagieren würde? Diese Reaktion wäre genau das, was Axul will. Ich bin sicher, wir können die Sache überprüfen, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Sie sind dafür die Richtige. Ich hoffe, dass ich mich irre, Pathfinder. Ich wollte diese Denkweise eigentlich nicht mit nach Andromeda bringen. Brechen Sie zum Schwarzfeld-Stand auf. Ich sende Ihnen den Navpunkt für das Signal. Ja, aber natürlich bin ich dafür die einzig richtige Person. Immerhin lautet Sarahs Wahlspruch ja auch die einzig kompetente Person in Andromeda. Prüfen Sie es nach. Sie werden keinen finden, der hier sein Zeug selber erledigen kann. Ich warte nur noch drauf, dass ich eine Aufgabe bekomme, die lautet, hol meine dreckige Wäsche aus der Reinigung. Ich schaffe es leider nicht, denn sie wird von einem Rudel wilder Irox bewacht. Das ist definitiv ein Rokar-Signal. Verstanden. Wir halten die Augen offen. Natürlich. Eigentlich gibt's ja hier nichts mehr auf Eos, wo es. Hier ist auch, nee, hier ist auch keine so eine Kiste. Mann, das hätte ich schon von Anfang an machen sollen. Als hier noch alles offen war, hätte ich noch jede Menge mehr Loot abgreifen können. Bradley hatte recht. Roka vor Ort. Achten Sie auf Reserven nach dem ersten Angriff. Verstanden. Ja. Ihr kennt das Standardvorgehen. Unsichtbar machen. Und dann einzeln aufpicken. Aber die
Meine Fresse, die wuseln hier rum wie die Ameisen. Ich gehe mal lieber in Deckung. Scharfschützen sollte man hier nicht unterschätzen. Es gibt immer einen raus, bitte. Okay. Okay, wie viele noch? Zwei noch? Einer. Der ist hier drüben. Der war hier drüben. Ich korrigiere mich. Das wo? Gute Arbeit. Komm, das. Hier da vorne ist doch noch ein roter Punkt. Vier. Brenne. Und, Alter, was ist denn mit dem Asari-Schwert los? Hier. Doch. Alle ausgeschaltet? Alle ausgeschaltet. Das ist echt eine coole Waffe, also kann ich nur weiterempfehlen, und falls ihr das Spiel auch spielt. Und mal nicht wisst, was ihr mit euren Forschungspunkten bzw. mit euren Materialien machen sollt. Asari-Schwert, haut rein. Ja, natürlich nicht. Oh, guck mal, die kann ich ja auch noch scannen. Hier. Dieses Signal kann Landungsschiffe zu einer präzisen Position rufen. Das ist eine Strategie der Rokar. Der Späher platziert den Sender mitten in Kodromos. Und sagt Axur damit exakt, wo er zuschlagen muss. Bradley? Schwarzfels war ein Rokar-Spähturm mit einem Zielsuchsender. Scheiße. Zum Glück haben sie dem ein Ende bereitet. Ich habe mal eine Frage, ist es wirklich nötig, in einer Welt, in der man mit Raumschiffen innerhalb von Sekunden um Planeten herumfliegen kann, ist es da wirklich nötig, noch Sender zu platzieren? Kann er nicht einfach im Orbit einmal kurz drüber fliegen und dann müsste er irgendwann mal Podromas sehen? Also, jetzt nicht mit dem bloßen Auge, klar, aber scannen irgendwie? Müsste das nicht auch gehen? Die Aufgabe ist erst zur Hilfe. Ich meine, wenn wir im Weltall sind, wir scannen ja im Grunde genommen auch ziemlich große Gebiete auf Planeten mit einer einzigen Sonde. Wir können nicht unseren ersten Außenposten aufs Spiel setzen. Nicht so wie die ersten beiden. Versprechen und Beständigkeit. Was haben Sie vor? Wir benutzen Ihren Sender. Sie wollen ein Ziel? Wir geben Ihnen eins. Zu unseren Bedingungen. Anlage 2 hat noch Strom. Sie könnten von dem alten Comm-System aussenden. Lockvogeltaktik in Anlage 2. Gehen wir. Lockvogeltaktik in Anlage 2. Verstanden. Ja, die Rokar, ne? Das ist immer so. Ist irgendwie unverständlich, oder? Ich meine, müsste einem nicht selber auffallen, dass man falsch liegt, wenn man unbedingt irgendwelche Intrigen einfädeln muss, nur um seine eigenen Ansichten zu beweisen? Ich meine, die wollen hier ganz offensichtlich als Angara unseren Außenposten angreifen und dann hoffen die drauf, dass die Nexus ebenfalls mit Gewalt antwortet, um, keine Ahnung, einen Krieg auszulösen und den Angara in Anführungszeichen zu beweisen, dass wir eben auch nur. Oh, das war zu kurz, dass wir eben auch nur Invasoren sind, was ja nicht stimmt. Aber müsste denen dabei nicht auffallen, wie doof das ist? Sie können ihre Ansichten nur dann beweisen, wenn sie lügen, wenn sie was selbst was inszenieren. Ist doch irgendwie. Sam, hast du eine Position für diesen Rokar-Sender?
Ja, Pathfinder. Oder um es mit den Worten von Aurelion Sol aus League of Legends zu sagen, okay, vielleicht haben wir den Maßstab für Vernunftbegabt zu hoch eingesetzt. Quatsch, zu niedrig angesetzt. Zum Hochladen von Rokar-Signal markiert. Wenn Sie den Knopf drücken, führt sie das direkt zu uns. Naja. Wir kennen diesen Ort. Sie nicht. Und das werden Sie auch nicht. Außerdem haben wir coole Spezialfähigkeiten. Uns nicht. Zum Beispiel ein automatisches Verteidigungsgeschütz. Kommen Sie in unsere Richtung? Die Rokar haben ihren Kurs geändert. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um in Deckung zu gehen. Ach was, Deckung ist für Pussys. Ich habe Ihnen gesagt, Sie würden es früh genug herausfinden. Der Sender ist aktiv. Sie konnten unsere Sperren nicht aufhalten. Nee, ich hab euch verarscht. Wir warten, bis die am Boden sind. Ich warte. Ich sollte mir einen Namen für das kleine Geschütz ausdenken. Das bringt nichts auf die Entfernung. So, die werden ja einfach mal niedergemetzelt. Oder sie würden niedergemetzelt werden, wenn ich mal treffen würde. Ja, wartet aber ein bisschen lange mit dem Zielen. Oh, ich sehe gerade. Mein Geschütz ist weg. Mist. Was? Nein. Nein, warum? Haust doch auf. Oh Mann. Stufenaufstieg. Das ist immer gut, weil da werden auch automatisch Gesundheit und Schilde regeneriert. Das müsste es gewesen sein. Die Anlage ist ein Köder. Nimm diesen Koordinaten sammeln. Sie haben es begriffen. Wo gehen Sie hin? Das kann ich Ihnen sagen. Anlage 1. Wir haben das Energiesignal. Überlassen Sie uns, sie anzunehmen. Das bemerkst du überhaupt nicht. Es wäre wirklich schön, wenn die mir solche Geistesblitze früher sagen würden. Ich glaube, ich sollte hier abhauen, oder? Sieht so aus. Moment. Ja, ich muss hier hoch. Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen
kennen doch das Sprichwort. Alle Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Lass mir die Ordnung. Kryokampo. Zu den anderen Außenposten, aber ich will die alle killen. War's das? Jo, das war's. Die haben, naja, fast keine Chance. Ach, ist das herrlich. Das Kampfsystem macht Fun. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Nee, ein Scan verrät uns überhaupt nicht mehr. Ja, man kann ja auch noch Leichen scannen, um die Namen der Toten festzustellen, aber es ist auch wieder nur eine Sammelaufgabe. Ich habe schon mehrfach betont, was ich von Sammelaufgaben halte, nämlich nichts bis... Der Pathfinder kommt! Überhaupt nichts. Diese Mutterlose. Alle für Verteidigung bereit machen! Klingt, als würden sie ihre Unterstützung verlieren. Viel zu viele Scharfschützen. Viel zu viele Scharfschützen. Oh fuck. Ist auch noch so ein Teil. Down, Hydra, down! Scharfschütze auch. Komm, 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 einer noch. Erst eingefroren, dann verbrannt. Das sieht aus, als ein Feuer. Ha! Ich brauche Hilfe! Ja, wo denn? Du brauchst Wohlhilfe. Hallo? Jemand zu Hause? Vorne oder was? Ach hier. Gegner vor uns! Ja, wo? Geh mal hier hin, das ist so super. Dass es auch während dem Kampf funktioniert, ne? Man kann einfach hier zum Versorgungsposten gehen und wird wieder aufgeladen, selbst mitten im Kampf. Sehr nice. Okay, und noch ein Kryokapselpunkt. Perfekt, okay, Moment, ich level erstmal auf, ne? Ich habe hier was freigeschaltet. So, jetzt gibt's was Gutes. Erhöht den Schadenswiderstand für jedes Truppmitglied oder Tech-Konstrukt, das bei Bewusstsein ist und sich innerhalb eines Radius von 8 Metern aufhält. Die Erhöhung gilt für den Benutzer sowie für die betroffene Truppmitglieder. Und Tech-Konstruktor. Oder Gesundheitsregenerationsbonus. Nach dem Benutzen einer Tech-Kraft. Nein, ich verstärke mein Team weiter. Und
spar mir die Punkte wieder. Also den Punkt. Cora kriegt noch einen besseren Schildschub. Ja, mit einem weiteren Radius kann ich schaden. Dann kann sie uns also auch schilden. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Und Jarl. Bei Jarl gucke ich mal ganz kurz, was bei ihm die Stufe 6 Fähigkeiten sind. Er verursacht mehr Kräfteschaden, wenn er einen Gegner ausgeschaltet hat. Nee. Mehr Gewehrschaden, wenn er eine Fähigkeit eingesetzt hat. Okay, das ist nicht schlecht. Wenn Jarl von einem Gegner in einem Radius von 5 Meter getroffen wird, unternimmt er automatisch einen Gegenangriff mit einer elektrischen Ladung, die Bonusschaden an Schilden verursacht und das Ziel anfällig macht. Wenn Jarl schwer verwundet wird, tarnt er sich automatisch. Das ist nicht schlecht. Moment, da gehe ich jetzt einfach mal den Weg hier lang. Mehr Schildleistung, mehr Schadenswiderstand, okay. Und dann habe ich noch 12 Punkte, das ist gut. Da kann ich 2 Fähigkeiten von ihm dann auf die höchste Stufe bringen, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Pathfinder, Axul Shuttle verlässt den... Nee, Junge. Der bleibt hier. Ach nee, dass die darauf reingefallen sind, ich meine jetzt mal ohne Scheiß. Podromas liegt doch nur in so einer Talsenke. Da hätte sich einfach nur mal ein Speer irgendwo ein bisschen anschleichen müssen und hätte sofort gesehen, dass die anderen Außenposten alle komplett leer sind und Podromas das einzige ist, was bevölkert ist. Naja, aber gut, okay, ich sag mal so, für das Spiel macht man halt mal solche Sachen immer ein bisschen logisch. Ist ja wie bei Filmen, ne? Ich würde gern mal einen Film sehen oder ein Computerspiel, was wirklich unter Zuhilfenahme mehrerer Experten auf allen möglichen Gebieten auf Superrealismus getrimmt ist. Ich wette, so ein Film würde nur 5 Minuten gehen. Weißt du, stellt euch mal, da gibt es so viele Szenen, die keinen Sinn machen. Stellt euch zum Beispiel mal die große Kampfszene im ersten Kill Bill vor, mit den Schwertern. Wir wissen jetzt, wenn da einer von den Typen nur mal eine Knarre gehabt hätte. Es kann nicht immer nur an dem alten Mann mit seinen Vorahnungen hängen. Oder vielleicht 3 Typen mit einer Knarre, anstatt 100 mit dem Schwert. Wäre die sofort down gewesen. Na gut, okay, selbst dann hätte Tarantino wahrscheinlich, keine Ahnung, dann hätte die Alte wahrscheinlich auch noch Kugeln mit dem Schwert abwehren können. Ah, das wäre mal cool. Es gab mal so einen Film, Movie 43. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe gehört, das soll sau schlecht sein. Aber das war im Grunde genommen nur so eine Kurzfilmsammlung. Das wäre erstmal ein Film, der eigentlich nur eine Kurzfilmsammlung ist. Aus so verschiedenen Filmgenres. Wir aber dürfen immer nicht eben davon auf Ultrarealismus getrimmt. Einfach nur, um mal zu zeigen, wie schnell so eine Geschichte das vorbei wäre, wenn es realistisch wäre. Wie geht es dem Team? Sie sind ein bisschen geschockt. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Vielleicht sollte ich ein paar Worte sagen? Wenn Sie wollen. Großartige Ansprache. Hey Leute, ein Tag extra Urlaub dieses Jahr. Juhu! Ihr seid fast gestorben, da habt ihr euch die 24 Stunden frei verdient. Das war ein verdammt harter Tag und Sie alle haben sich eine Pause verdient. Sie haben hier ein schönes Zuhause errichtet. Wegen Ihrer Bemühungen hier existiert die Initiative noch. Gönnen Sie sich selbst eine Belohnung, Prodromos. Sie haben es verdient. Und wann können wir weiterarbeiten? Kein Urlaub erforderlich oder erwartet. Manchmal verlieren wir, aber wenn Sie die Chance haben, weiterzumachen, dann ergreifen Sie sie. Heute war kein guter Tag, aber es war ein weiterer Tag. Dank Ihnen. Ihre Leute, Ryder. Ohne Witz, die schlagen einen extra freien Tag aus. Okay, damit können wir schon mal ausschließen, dass sich irgendwelche Deutsche unter den Siedlern hier befinden. Ach was, ehrlich, jetzt muss ich hier auch noch warten. Och Mann. Hey, sorry, dass ich enttäuscht klinge, aber bei Drak war der Quest schon zweigeteilt. Jetzt muss ich hier auch noch warten. Okay, gut, alles klar, passt auf. Ich mache jetzt
Na gut, okay, ich mache wahrscheinlich nicht, weil die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Da rede ich lieber nochmal mit Gil, da... Ja, die letzten 5 Minuten nutze ich, um mit Gil zu sprechen. Da nerven die mich ja auch schon seit mehreren Folgen damit, dass der unbedingt mal reden will. Nein, aber da mache ich in der nächsten Folge direkt Petra's Quest, das ist dann... Also ich hoffe zumindest, dass ihre dann auch nicht erst noch aufgeschoben werden muss. Weil, ja gut, okay, dann müsste ich halt auch mal sehen, dass ich vielleicht in der Story weiterkomme. Was mussten wir dann nochmal machen? Ach ja, stimmt. Gil hat das Schiff des Archons finden. Ja, das mache ich doch direkt. Ihres Terminals, Pathfinder. Nicht erstmal Nachrichten lesen. Oh, es geht doch weiter. Das ist ja erfreulich. Sorry, Gil. Gespräch bis auf Weiteres verschoben. Ich habe eine Nachricht von Axul erhalten. Ich leite sie im Meetingraum weiter. Jo. Hallo, Tür. Tür. Geh sofort auf. Deine Herrin und Meisterin befiehlt dir... Also, geht doch. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. So, ja, was nehme ich da denn jetzt mal vor lauter Schreck? Erweiterte Feldanalyse? Nein, nicht noch mehr Mineralien. Ah, nö, das habe ich schon mal ausprobiert. Nope, das bringt auch nichts, weil so viel crafte ich jetzt nicht, beziehungsweise ich habe nicht so viele Verbesserungen. Regelmäßige Lieferung mit Verbrauchsobjekten, die ich übrigens nie benutze. Kein gutes Zeichen. Deutet auf eine überflüssige Spielmechanik hin. Extra Slot für Verbrauchsobjekte? Nee, brauche ich auch nicht. Horn auf dem Boden. Chance von 20% nach Abschließen von Apex-Missionen Waffen oder Panzerungen zu erhalten. Gilt das auch für die, die ich mit einem Team mache? Weil ich schicke ja immer Teams auf die Apex-Missionen. Ja, wobei ich habe eigentlich alles, was ich brauche, beziehungsweise ich habe genug Kohle, um es zu kaufen. Ja, Kohle, das kann ich machen. Verbindungen zum Grauen Markt 2, da kriege ich noch bessere Preise. Was ist das? Nee. 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 Ja, das ist jetzt eigentlich so ziemlich das letzte Sinnvolle, was mir noch einfällt. Alles klar. Das kann ich auch direkt mal überprüfen. Naja gut, allzu viel Bergungsgut habe ich wohl nicht gefunden. Ich habe auch generell nicht allzu viel, was ich hier verkaufen kann. Ja, nee, die will ich eigentlich behalten. Naja. Gut, schauen wir mal, was Axul sozusagen hat. Ich bereite Vidcon-Kommunikation vor. Ich wette, dass er uns Rache schwört. Wetten, dass er uns Rache schwört? Wetten, dass er sowas sagt wie... Ihr kleiner Sieg hat ihn nichts... Nee, sie haben nichts erreicht. Ihr Sieg war unbedeutend. Wir werden sie zerquetschen. Das sagen so Typen doch immer. Joel, ich bin jetzt im Meetingraum. Perfektes Timing, Ryder. Dann spiele ich die Nachricht mal ab. Joel Amadaraf, Sie waren schon immer ein kurzsichtiger Narr. Sie helfen einer Fremden anstatt Ihrem eigenen Volk. Sie sind es nicht wert, den Namen Ihrer Familie zu tragen. Ich weiß, es ist nicht unbedingt die diplomatischste Ausdrucksweise, aber was für ein Arschloch. Das trifft ziemlich genau das, was ich jetzt gerade denke. Okay, so langsam geht mir der Kerl echt auf die Nerven. Er war schon immer ein Wäschermann. Ein Wäscher was? Jemand, der seine eigene Scheiße für Gold hält. Oh, bei uns nennt man das einen RTL-Produzenten. Sing! Ich dachte, ich könnte vernünftig mit ihm reden. Aber nach Prodromos und dem hier... Sie haben getan, was sie konnten, Ryder. Axul will, dass wir etwas Unüberlegtes tun. Aber diese Genugtuung werden wir ihm nicht geben. Ach Mann, jetzt muss ich doch warten, bis er den nächsten Schritt... Naja,
Okay, ich kann auch mit Addison reden, habe ich es gerade gesehen. Ryder, erzählen Sie mir von dem Satelliten, den Sie entdeckt haben. Was? Wovon reden Sie da, Direktor? Mein Alarm hat einen ZK-Ressourcentracker identifiziert. Diese Tech steckt voller Overrides, um im Notfall die Protokolle umgehen zu können. Sie wurde von Dr. Zoe Jean Kennedy entwickelt, die gemeinsam mit den Exilanten verschwand. Wenn ihre Tech jetzt wieder aufgetaucht ist, könnte sie jemand als Hintertür benutzen, um unsere Außenposten zu bestehlen. Wieso können diese Tracker die Protokolle umgehen? Sie sollten als Hubs fungieren, um schnell Ressourcen aufspüren und anfordern zu können, falls irgendwo Leben auf dem Spiel stehen. Deshalb kamen sie auch nie zum Einsatz. Tan wollte nicht, dass irgendetwas ohne seinen Segen geschieht. Wenn dieser Satellit neu ist, wie konnte er dann unsere aktuellen Sicherheitsprotokolle kennen? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Welche Funktion hatte Dr. Kennedy in der Initiative? Sie hat die Orbitalsender, die Aufklärungsposten und die halbe Ausstattung der Tempest entwickelt. Sie war in der Lage, ein Upgrade durchzuführen, noch bevor die Anforderung überhaupt auf Tans Schreibtisch lag. Dass Dr. Kennedy gemeinsam mit den Exilanten verschwand, war für uns ein gewaltiger Verlust. Ist es nicht etwas übertrieben, einen persönlichen Alarm einzurichten? Wieso haben Sie das getan? Viele von Dr. Kennedys Projekten waren inoffiziell. Aber Sie haben sie gefördert, wie beispielsweise diese Tracker. Ja, aber ich will nicht, dass irgendein Arschloch meine Zugangscodes als Hintertür zu unseren Ressourcen nutzt. Oder dass mir Tan die Schuld dafür gibt. Außerdem will ich wissen, was mit Dr. Kennedy geschehen ist. Sie ist also gemeinsam mit den Exilanten verschwunden? Und trotzdem bezeichnen Sie sie nicht als eine von ihnen? Sie hat mit ihnen sympathisiert. Aber wir hätten eine Expertin wie sie niemals gehen lassen. Dafür war sie viel zu wichtig. Aber in diesem ganzen Chaos sind viele Dinge und Leute verschwunden. Wo könnten wir anfangen, nach der Technologie oder Dr. Kennedy zu suchen? Der erste Tracker hat Ihnen bereits einige Daten geliefert. Durch weitere Scans könnte Suvi möglicherweise eine Ursprungsposition ermitteln. Und wie es aussieht, werden diese Tracker in der Nähe von technologischen Ballungspunkten der Initiative eingesetzt, sprich von Außenposten. Versuchen Sie es also in einem anderen Außenpostensystem oder errichten Sie weitere. Vielleicht können Sie sie ja so rauslocken, wer auch immer Sie sind. Und was machen wir, wenn wir sie finden? Diese Leute stehlen unsere Ressourcen. Mein Interesse gilt Dr. Kennedy und ihrer Technologie. Das Leben der Verantwortlichen steht für mich an letzter Stelle. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, das lohnt sich sowieso nicht zu verfolgen, denn wir waren ja noch nicht auf Eladen. Ich weiß zwar nicht, ob man auf Eladen eine Außenposten errichten kann, aber ich würde zumindest bis dahin warten. Naja, ich würde sagen, beende die Folge an der Stelle. Hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe mir wie immer Mühe gegeben. Und wenn ja, wenn sich die Mühe gelohnt hat, dann lasst doch bitte ein Like da oder einen netten Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann werde ich noch kurz mit Gil reden, dass das Baby auch endlich seine Flasche bekommt. Und dann machen wir Vetras persönlichen Quest, oder? Bis dahin, macht's gut.